Ein Moorbeet ist ein absolutes Highlight im Garten und ich freue mich, dass wir heute auch mal wieder draußen sind und hier die Möglichkeit haben, dieses Moorbeet zu filmen. Und ich glaube, viele von euch haben sich auch lange auf dieses Video hier schon gefreut, weil ich habe ja, ich glaube, es ist schon 3 Jahre her, das ganze Moorbeet hier nochmal so ein bisschen aufgefrischt, ein paar Pflanzen nachgepflanzt. Das Video dazu kennt ihr sicherlich alle und heute gibt es also das große Update dazu und jetzt schauen wir uns ja alles im Detail an. Viel Spaß mit dem Video! Herzlich willkommen hier bei Green Jaws und zu diesem Video. Ich bin Matze und ich knie hier vor diesem großen Moorbeet. Das hat ungefähr 5 Quadratmeter Fläche, ist also schon ganz ordentlich. Es ist auch schon ein paar Jahre alt, dementsprechend ist es natürlich auch super eingewachsen. Und wir haben jetzt so etwa Mitte August, das ist jetzt so die Zeit, wo sich die ersten Pflanzen langsam schon wieder so ein bisschen zurückziehen beziehungsweise einfach schon ihren Höhepunkt erreicht haben. Andere Pflanzen hingegen, die fangen jetzt erst richtig an durchzutreiben oder kommen noch zum großen Höhepunkt. Ist also sehr spannend und jetzt schauen wir uns alles im Detail an. Und beginnen möchte ich hier mit einem absoluten Highlight, das ist eine Flava ornata, die F88. Und die sieht auch hier draußen super aus. Ist nicht ganz so dunkel wie im Gewächshaus, da kriegt sie immer noch viel intensivere Rotausfärbung. Aber für eine Freilandpflanze echt super. Was wir aber bei Freilandpflanzen immer natürlich ein bisschen mehr haben als im Gewächshaus. Hier hat jetzt vielleicht mal eine Raupe, Schnecke oder sowas dran gefressen. Oder auch dieser Schlauch hier, das sieht man jetzt hier wunderbar, diese braunen Flecken. Das kommt einfach dadurch, dass die hier im Freiland unheimlich viele Insekten fangen. Viel zu viele in kurzer Zeit und dann kriegt man halt diese braunen Flecken hier drauf, was jetzt aber gar nicht so schlimm ist. Das ist zum einen Natur, zum anderen ist es aber so, die ganzen Flava haben schon ihren Höhepunkt erreicht, ziehen sich jetzt langsam zurück. Da kommen jetzt auch keine neuen Schläuche mehr, da kommen dann nur noch diese Philodien, diese schlauchlosen Winterblätter. Das sieht man jetzt hier schon rauskommen und da ist die schönste Zeit einfach schon vorbei. Hier nebendran haben wir jetzt zum Beispiel noch Venusfliegenfallen, die gerade ihre Samen fertig haben. Also ein paar sind auch schon ausgefallen, aber guck mal, hier sieht man es noch ganz gut. Diese ganzen kleinen glänzenden Kügelchen hier oben drauf, das sind also die Venusfliegenfallensamen und die waren hier alle voll. Aber die fallen dann natürlich runter. Die Pflanzen dazu sehen gerade nicht so ansehnlich aus. Aber das ist ja ganz normal, wenn die blühen, dann geht eben die ganze Energie hier in die Blüte rein. Und sonst haben wir hier eigentlich auch ein sehr schönes, kleinen Bildausschnitt, sage ich mal, weil wir hier schönes Sphagnummoos haben. Das ist ein anderes Moos, das heißt, ich glaube Engelshaar oder Frauenhaar, sagt man da auf Deutsch. Hier kommt ein bisschen Kaluna mit ins Bild und Kaluna ist im August immer so, dass sie da ihre Höchstzeit der Blüte hat. Deswegen haben wir jetzt bei der Kaluna überall schon die Blüten dran. Hier kriege ich die Moosbeere durch, Vaccinium oxycoccus. Also es ist auf relativ kleiner Fläche ziemlich viel Abwechslung drauf und das ist natürlich super und das ist auch, was so ein Moorbeet nachher ausmacht. Ja, und apropos zurückgezogen, hier die ganzen Pinguicula grandiflora haben sich auch schon zurückgezogen. Das passiert immer dann, wenn es besonders heiß ist. Und gerade die letzten Wochen über war es ja sehr, sehr heiß. Und jetzt kommt dazu, dass da noch irgendeine Schnecke drumherum gefressen hat. Deswegen sind die ganzen Blätter so ein bisschen angefressen. Ist aber auch nicht so schlimm, solange die Winterknospe erhalten bleibt. Und dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine schöne Purpurea. Die ist auch schon richtig groß, aber die hat ja auch schon viele Jahre auf dem Buckel. Und hier direkt nebendran haben wir noch eine Leukophylla. Das müsste eigentlich die L35A vom Mirex sein, so eine White Giant Form.
Sieht ein bisschen anders aus als im Gewächshaus, muss ich sagen. Gerade diese ganzen roten Flecken, die wir jetzt hier drauf haben, das sind quasi so Sonnenbrandschäden, könnte man das da nennen. Oder auch das Bräunliche hier, das sind einfach so ein bisschen Verbrennungen, weil es einfach zu krass heiß war. Und knalle Sonne über die letzten Wochen so viel, ist natürlich grundsätzlich gut. Aber bei dieser Trockenheit, die halt auch immer war, dann verbrennen die halt auch. Und wir sehen es auch hier, die ist richtig voll gefressen, weil hier wird es alles schon braun, auch wenn wir mal da reinschauen. Da ist alles richtig schön gefüllt. Also viele Nährstoffe und dementsprechend sollte die Pflanze auch noch große Herbstschläuche ausbilden. Bin ich mal gespannt. Hier direkt dahinter, da haben wir jetzt den Venushügel, so würde ich ihn mal nennen. Das ist so eine kleine Anhöhe, wo lauter Fliegenfallen drauf sind. Das ist jetzt alles der gleiche Klon, nämlich unsere eigene Giant-Form. Die machen sich auch hier draußen eigentlich recht gut, aber haben jetzt natürlich auch Hitzeschäden. Also die ganzen schwarzen Verbrennungen, was wir hier haben. Oder die hat sogar auch noch irgendwie ein bisschen Tripsemilben oder irgendwas hat die schon. Ich muss auch dazu sagen, also hier draußen im Freiland wird auch gar nichts gespritzt oder irgendwie gegen Ungeziefer irgendwas gemacht, sondern es bleibt alles sich selber überlassen. Es ist halt ein natürliches Biotop und dementsprechend hat man auch immer mal wieder ein paar Schädlinge. Ist aber gar nicht so schlimm, weil hier draußen regelt die Natur das eigentlich von selber und dann kommen entsprechend die Fraßfeinde, fressen die dann weg oder die verschwinden halt auch wieder, weil sie ein besseres Plätzchen finden. Jetzt kommen wir mal hier in diesen Bereich. Hier ist nämlich die große Schlenke drinnen. Und eine Schlenke ist ja immer was, wo das Wasser drin stehen soll. Da haben wir eine besonders feuchte Zone dann. Jetzt ist es natürlich die letzten Wochen über schon super trocken gewesen. Es hat hier 6, 7 Wochen nicht mehr geregnet. Dementsprechend muss hier natürlich auch zugegossen werden. Und wir haben jetzt natürlich kein Wasser hier drinnen stehen in der Schlenke. Zum Gießen wird jetzt hier auch Leitungswasser verwendet, weil wir einfach gar kein Regenwasser mehr haben hier in der Region. Könnt ihr übrigens auch machen. Also es ist nicht schlimm, wenn man so ein Moorbeet im Jahr ein paar Mal mit Leitungswasser gießt, da passiert gar nichts. Der Torf puffert diesen Kalk einfach weg. Ihr könnt natürlich auch Bachwasser nehmen oder Flusswasser oder so, wobei es jetzt nicht der dreckigste Fluss sein sollte, sondern lieber ein klarer Fluss. Ob der jetzt Kalk hat, das weiß man nicht. Das muss man natürlich immer erstmal einen pH-Test machen, weil je nachdem, durch welche Gesteinsarten der läuft, ist der Fluss oder der Bach eben sehr kalkhaltig oder weniger kalkhaltig. Aber zur Not natürlich, bevor die Pflanzen vertrocknen, immer mit Leitungswasser oder auch mit kalkhaltigem Wasser gießen, ist immer besser, als das alles vertrocknet. Und heute wurde hier auch nochmal extra frisch gegossen, extra für uns, dass wir hier ein schönes Moorbeet vorfinden, das Moos alles schön saftig grün ist, aber in der Realität ist es gerade eher alles ein bisschen zu trocken und in der Schlenke soll natürlich eigentlich auch immer Wasser drinstehen. Und das sieht man hier aber auch schön an den Drosera. Das ist beides Drosera Intermedia, die hier so wachsen. Die können nämlich schon richtig groß werden. Also der hat gute 10 cm im Durchmesser und der bildet jetzt so ein Stämmchen. Also der ist richtig nach oben wachsend. Und das passiert immer dann, wenn er schön überflutet wird, dann will der nämlich aus dem Wasser rauswachsen und kriegt so ein ganz hohes Stämmchen. Und das kann schon also ziemlich hoch werden dann auch. Finde ich sehr, sehr cool. Die haben auch hier reichlich Samen angesetzt, also die können sich hier drin schön verbreiten. Und gerade der Intermedia, der mag es ja auch gerne zeitweise mal überflutet. Deswegen hier in der Schlenke, an der Schlenke natürlich das ideale Plätzchen für ihn. Hier haben wir noch einen Drosera opovata an der Seite wachsend. Aber die ganzen Drosera sehen alle so ein bisschen mitgenommen aus, weil es einfach zu heiß und trocken ist über die letzten Tage oder Wochen hinweg. Die treiben jetzt zwar alle noch mal gut durch, aber für Drosera ist es gerade nicht so die beste Zeit. Der Filiformis, der sieht super aus, der wächst hier am Rand. Der ist dann im Winter auch komplett überflutet hier, weil im Winter steht natürlich hier alles sehr unter Wasser. Auch die ganzen Pflanzen hier unten sind alle überflutet, im Eis eingeschlossen teilweise. Aber so mögen das die Pflanzen hier auch, richtig viele dicke Samenstände dran. Also die können sich auch gut verbreiten dann nachher. Flava sehen um diese Zeit natürlich nicht so schön aus. Ich habe es vorher schon mal gesagt. Und hier an denen sieht man es jetzt ganz besonders. Einfach Hitze, Trockenheit. Das führt einfach zu diesen braunen Blättern. Und natürlich auch der volle Bauch. Weil hier ist natürlich hier, bei der sieht man es sehr schön, alles braun hier, weil wieder richtig viel gefangen wurde. Das ist jetzt eine Flava F6 aus Dinwiddie, Virginia. Einer meiner Lieblingsflavas. Und das ist auch schon ein richtig schöner, großer Horst. Aber da kommen jetzt auch
keine neuen Schläuche mehr. Da werden jetzt die nächsten die Philodien rauskommen. Und hier vorne haben wir noch eine, das müsste glaube ich die F173 sein aus Pender County. Auch ein schöner großer Horst schon, aber auch die schon so ein bisschen am Rückzug. Deswegen Flava-Zeit ist jetzt einfach schon vorbei. Ach und guck mal, hier kommt noch eine Orchidee raus. Das hier müsste Spirantes cyanua sein. Und da sind die Blätter jetzt allerdings auch ein bisschen von den Schnecken weggefressen worden. Also ihr seht schon, im Moorbeet, wo es natürlich immer feucht ist, da fühlen sich auch die Schnecken wohl. Aber die Blüte ist noch dran und die blüht nachher auch ganz schön. Hier haben wir noch eine Fliegenfalle, das ist die Goliath. Auch sehr schön und auch die hat hier alles zu, die ganzen Fallen. Also auch die kann sich hier richtig satt fressen. Hier haben wir mal was richtig Schönes. Das ist eine Leukophylla. Ich weiß jetzt nicht, welcher Klon das ist, weil hier kein Schildchen mehr erkennbar drinnen steckt. Die hat aber einen super schönen Frühjahrsschlauch gemacht, wohlgemerkt. Ja, aber das war auch der einzige. Sonst sind hier nur ein paar Philodien dran. Hat er aber auch eine Blüte. Die sieht auch bestäubt aus. Die ist auf jeden Fall hier sehr dick, der Fruchtknoten. Also da sind bestimmt Samen drinnen. Und da können jetzt dann noch die großen Herbstschläuche kommen. Hier unten, da wächst noch Sarracenia psittacina, so ein bisschen in diesem Moospolster hier drinnen. Und was ich hier gerade noch sehe, das hier ist eine Orchidee. Jetzt, wie heißt die schnell? Epipactris palustris, eine Sumpf. Ach, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, immer mit den deutschen Namen. Hier ist auch eine, aber die ist schon zurückgezogen. Aber die hier, die wird, ist noch ein bisschen grün, wird sich jetzt aber auch zurückziehen. Ansonsten haben wir hier richtig schön Sphagnum, dickes Polster, das sieht natürlich klasse aus. Und das, was jetzt hier so hoch kommt, das duftet übrigens auch richtig herrlich, wenn man hier so ein bisschen dran reibt und ach, richtig schön. Das hier ist Kalmia angustifolia, ist auch eine schöne Moorpflanze, die hat auch richtig üppig geblüht. Guck mal, hier waren überall richtig dicke Blüten dran im Frühjahr und da werden jetzt vielleicht auch noch ein paar Samen ausgebildet, weil die vermehrt sich relativ gut über Samen. Das sind auch überall hier so kleine mit drin, hier unten zwischen dem Moos kommen die überall raus. Hier geht es weiter, Helonia spulata, die Moornelke, auch eine schöne Begleitpflanze. Hat auch toll geblüht im Frühjahr hier mit diesem riesen Blütenstand. Und ja, Kaluna, das sich überall so ein bisschen durchzieht. Und jetzt eben mit den lila Blüten überall zum Vorschein kommt. Also richtig schön, gerade wenn alles so verwildert. Das liebe ich ja total. Und das sieht hier klasse aus in dieser Ecke. Wollgras ist natürlich eine ganz typische Moorpflanze, die hier nicht fehlen darf. Das hier ist jetzt Aeriophorum virginicum, also das Virginia-Wollgras. Das ist natürlich horstbildend, deswegen bleibt es auch hier gut zusammen. Was man aber überall so ein bisschen entdecken kann, sind die Aussaaten, weil es hat ja im Frühjahr reichlich geblüht und dann eben auch die Samen entsprechend verstreut. Und gerade das hier ist auch wieder eine ganz tolle Ecke. Ich glaube, das ist sogar fast meine Lieblingsecke. Wir haben hier nochmal eine wunderschöne Sarracenia flava drin. Das ist die F199. Die sieht einfach klasse aus, gerade auch mit diesem großen Deckel. Die ist ja auch im Moorkübel-Video 20 zu sehen. Da ist er noch ein ganzes Stück größer als hier. Aber die kommt noch hoch. Wir haben hier auch nochmal irgendeine Flava. Da haben wir sogar noch eine Alata mit drin. Aber da sind die Frühjahrsschläuche auch schon langsam hinüber. Aber Alata schiebt ja jetzt im Herbst nochmal große Schläuche nach. Und das finde ich wieder eine wunderschöne Ecke hier mit dieser alten Wurzel, die hier schon sehr, sehr viele Jahre auf dem Buckel hat auf jeden Fall. Und dann hier diese Heidelbeere, die sich hier so ein bisschen ranschmiegt und hochwächst. Und die hat auch sogar Früchte gemacht. Guck mal, hier ist noch so eine kleine Beere dran. Die esse ich gleich mal. Dann haben wir hier noch eine Flava rubricorpora, so eine rote. Und hier hinten sind auch Orchideen noch drinnen, aber das sieht man jetzt gerade gar nicht viel. Wir haben hier, das ist nochmal eine Spirantes cyanua, die hier drin sein müsste. Dann haben wir hier noch einen Frauenschuh, der ist aber von Schnecken zusammengefressen worden. Also der kommt erst nächstes Jahr wieder, aber Frauenschuhe, die ziehen sich eh schon oder haben sich jetzt alle schon zurückgezogen oder würden sich zurückziehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Was echt schade ist, ist die Darlingtonia hier. Die ist jetzt in den letzten 2-3 Wochen hops gegangen, wobei, na, da ist noch ein bisschen was Grünes zu sehen. Noch nicht ganz. Hier sind auf jeden Fall noch an den Ausläufern kleine grüne Blätter dran. Also, aber die große Pflanze ist leider hops.
Die hat sich letztes Jahr echt super entwickelt, weil letztes Jahr war es natürlich ein mega Darlingtonjahr. Ja, es hat ja die ganze Zeit nur geregnet, war immer viel bewölkt, war nie heiß. Deswegen letztes Jahr super entwickelt. Dieses Jahr aber jetzt mit der riesen Hitzewelle hier hat es die große Pflanze zumindest leider nicht gepackt. Aber die kleinen sehen noch ganz gut aus. Mal schauen, was da dann noch draus wird, ob sie sich damit halten kann. Jetzt möchte ich euch mal noch eine große Saracena Leucophylla zeigen. Und zwar haben wir hier ein tolles Exemplar. Da steckt jetzt kein Schild drin, deswegen ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist. Es ist aber ein sehr, sehr großer Frühjahrsschlauch, der gute 80 cm schon hat. Also auch im Freiland, im Moorbeet ist sowas durchaus möglich. Der ist aber natürlich auch schon am Kaputtgehen, auch weil er einfach zu viel gefangen hat. Lässt jetzt aber auf große Herbstschläuche hoffen. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt noch alles rauskommt und wie groß die dann wird. Da unten ist übrigens noch eine schöne Purpurea-Hybride drinnen. Und dahinter sind auch noch so ein paar Drosera, die sich da so durchkämpfen, sage ich mal. Ja, jetzt mit der Hitze ist es natürlich nicht so ideal. Aber ihr seht schon, es hat sich hier alles wunderbar entwickelt. Es ist echt ein richtig geiles Moorbeet, super schön eingewachsen und gerade dieses ganze Verwildern, Ineinanderwachsen, das ist einfach dieses Charakteristische für das Moorbeet, was es nachher ausmacht. Ich bin sehr zufrieden und bin natürlich gespannt, wie sich es weiterhin entwickeln wird. Jetzt stehe ich hier vor dem Kübel, das wir im Video 182 angelegt haben, dieser große Solitärkübel, wo nur die Atlas 5 drinnen ist. Der hat sich auch schon gut gemacht, ist super eingewachsen. Das Moos kommt hier überall gut durch. Die Pflanzen selber haben auch noch ein paar Schläuche nachgedrückt, aber meistens eher so große Philodien hier überall. Aber nächstes Jahr wird es der Hammer werden. Da sind die Pflanzen wahrscheinlich noch größer und sieht richtig, richtig geil aus, glaube ich. Und das Video bzw. der Kübel hat bei euch für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt, sage ich mal. Auf der einen Seite war es, oh, wie kann man sich so einen teuren Kübel anschaffen, auf der anderen Seite aber auch, ist ja so langweilig, da ist ja nur eine Pflanze drin. Aber genau das ist es, was hier beabsichtigt war, nämlich ein Solitärkübel, also quasi nur eine große Pflanze drin ist. Und wenn das nachher alles zugewachsen ist und hier eine mächtige Pflanze steht, das sieht super geil aus. Dadurch, dass hier keine Abwechslung drin ist, ist es für viele langweilig, ist aber gar nicht schlimm, weil wir haben ja hier dieses Moorbeet, das ihr gerade ausführlich gesehen habt und da ist so viel Abwechslung drin und das sollte hier einfach nochmal so als besonderes Highlight sein. Und ihr seht es vielleicht auch im Hintergrund, hier ist gerade so ein bisschen Baustelle, weil hier wird gerade der ganze Garten ein bisschen verändert. Wir haben hier vorne ein Wasserbeet, sage ich mal, was hier neu geschaffen worden ist. Hier ist ein Trockenbeet, das auch sehr, sehr geil aussieht und hier ist gerade viel Veränderung im Gange. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann machen wir hier im Frühjahr nochmal einen ausführlichen Rundgang. Bis dahin sollte der ganze Garten, denke ich mal, fertig sein, so wie es jetzt aussieht. Und wenn da natürlich alles austreibt, der Kübel hier, natürlich das Moorbeet. Jetzt haben wir einmal im Sommer gezeigt. Ich denke, im Frühjahr ist es auch nochmal super interessant, wenn gerade die ganzen Flava oder überhaupt die Saracenia frisch austreiben, wenn die ganzen Blüten dran sind, ist natürlich im Frühjahr auch nochmal super schön. Deswegen, wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare reinschreiben. Da machen wir hier im Frühjahr nochmal ein großes Update und zeigen gerne auch mal was so ein bisschen aus dem Garten hier, was hier gerade so noch in der Baustellenphase ist. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann natürlich einen Daumen nach oben geben und ihr seid jetzt wieder auf dem neuesten Stand, wie sich das Beet hier entwickelt hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Matze. Ciao!